Zap, moin Leute, Wano hier am Start und herzlich willkommen zurück zum Indiezember. Heute Tag Nummer 16. Wir spielen Snowtopia, das momentan in der Open Alpha drin ist, vor 54 Tagen rausgekommen ist und vor einem Tag noch das letzte Mal geupdatet wurde. Ich habe mal reingeguckt kurzzeitig und persönlich gesagt, es sieht geil aus und es hat riesiges Potenzial. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Es hat echt verdammt gutes Potenzial. So, man sieht es hier schon, weil das noch momentan in der Alpha ist und wahrscheinlich noch kein richtiges Tutorial ist oder sowas, gibt es hier halt noch diesen Beginner-Guide. Und genau, wir bauen jetzt als erstes dann halt mal einen Skilift, Chairlift. Und wir gucken, dass wir entsprechend hier ordentlich hinkommen. Man muss die Sachen, also es gibt hier diese abgesteckten Bereiche und da muss man entsprechend dann alles dran verbinden. Das heißt auch zum Beispiel so ein Skilift, der muss da entsprechend dran verbunden werden. Dann ziehen wir den einfach mal hier schön nach oben. Ungefähr so. Plöpp. Und anschließend können wir dann hier wunderschön so einen kleinen Slalom machen. Ne? Weil, was es nämlich auch gibt, es gibt verschiedene Arten von Leuten, die hier hinkommen. Machen auch mal einen schönen Anfängerkurs. Ungefähr so. Ne? Und anschließend gucken wir mal, dass wir noch so ein Hardcore-Ding irgendwo hinbasteln. Vielleicht hier zum Beispiel. Das Ganze kann dann ungefähr so aussehen. Wo haben wir denn hier richtig? Oh ja, hier ist eine schöne schwarze Strecke. Ja, wir möchten noch mehr Schwarz haben. Also so viel Schwarz wie eben möglich. Und ich glaube, das war's auch schon. Bis hierhin kommen wir. Dann haben wir noch eine schöne schwarze Strecke. Die hier ist rot, blau, dann haben wir schwarz. Blau dürfte dann auch für Beginner und sowas sein. Wir gucken mal, dass wir hier wieder irgendwas nach oben gezogen kriegen. Von da aus nicht. Von hier aus auch nicht. Oh, hier kriegen wir einen hochgezogen. Sehr schön. Dann müssen wir nur gucken. Ah ja, okay, das ist natürlich ein gewisses Problem. Destroy bitte. Destroy, nein, nicht destroy. Machen hier noch einen Chairlift hin. Dazu geben wir Medium. Noch ein Stückchen nach unten. Ich meine, das ist jetzt vollkommen dämlich, aber... So funktioniert das mal. Wir chairliften die Leute hier hin und dann und dann weiter. genau, das sollte uns schon einige Leute reingebracht haben. Die ersten 25 sind hier auch schon durchgekommen. Nicht vergessen, immer die Enden und die Anfänge von diesen entsprechenden Strecken und auch von den Skiliften miteinander zu verbinden. Damit die Leute hier auch entsprechend die Chance haben. Hier haben wir einen Slalomer, einen Daredevil und noch einen Slalomer. Hier haben wir auch einen Anfänger dann dazwischen drinne und sowas. Es gibt ganz, ganz verschiedene Typen dann dabei. Wenn man es richtig macht, dann funktioniert das wunderbar. Dann ist das erstklassig. Es kann vorkommen, dass am Ende einer Strecke, je nachdem wie man das Ding zerbastelt hat und sowas, dass dann da Leute auch mal hängen bleiben. Das ist eine Sache, was die Entwickler dann irgendwann mal lösen müssen. Aber das sollte uns dann jetzt erstmal nicht abschrecken. So, wir können hier auch noch eine Abzweigung machen, denke ich mal. Sollte auch wunderbar funktionieren. Das heißt, die Leute können sich aussuchen, ob sie hier oder da lang fahren wollen. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder wie oder wann es funktioniert. Aber je mehr Leute hier rumfahren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier auch mal vielleicht einer hin verirrt. Durchaus möglich. Na, noch möchte keiner.
Die Leute sind noch mit der längeren Strecke beschäftigt. Wahrscheinlich, wenn die ankommen oder sowas unten, dann wird festgesetzt, auf welcher Strecke sie fahren möchten. Das könnte dann dazu führen, dass hier entsprechend noch keiner lang will. Aber wir gucken uns das einfach ein bisschen später nochmal an. Okay, wir haben hier Slalomer, sind sehr, sehr zufrieden mit der Strecke hier vorne. Wupp, wupp, wupp. Ne? Das scheint denen recht gut zu gefallen. Daredevil, die sind nicht so begeistert momentan noch. Beziehungsweise, okay, 60% und die Experten sind auch auf 60%. Die Anfänger, die haben noch nicht so viel Spaß hier. Ich bin auch noch nicht so hundertprozentig sicher bin, warum eigentlich nicht. Aber das werden wir uns dann entsprechend mal angucken. Vielleicht kann man auch einfach... Nein, das würde den Anfängern wahrscheinlich keinen Spaß machen. Wahrscheinlich muss ich hier so eine Mini-Pups-Strecke machen oder sowas. Und das würde denen dann gefallen. Vielleicht kann ich das ja hier unten machen. Medium, Large, Medium. so einen halben Meter Strecke. Ja, die Leute lieben es. Okay, wir müssen... Kann man es irgendwie schaffen, hier nur grün irgendwo hinzukriegen? Wahrscheinlich hier drüben oder sowas. Dann nimmt man sich hier eben was, sagt, boom, grün. Und dann geht man hier hin und sagt, Chairlift, Chairlift, zack, fertig, schon haben wir einen Anfängerkurs. Für die absoluten blutigen Anfänger, da haben wir den ersten. Das wird denen dann richtig gefallen anscheinend. Da werden die sich wahrscheinlich richtig drüber freuen. Hoffe ich mal. Die Daredevils, die sind schon auf 70. Denen gefällt die Strecke hier wahrscheinlich mega gut. Warum hier keiner runter will, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich eigentlich einfach... Nein, das ist falsch. Ich würde liebend gerne... Genau, hier einfach anfangen und den hier runterziehen. Was? Nein, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Das ist keine Todesstrecke. Wovon redet ihr eigentlich? Guck mal hier, das ist doch eindeutig... Nee. Ich frage mich, ob und wann sich hier jemand runtertraut. Das sind beides schwarze Strecken. Das ist eine rote, eine blaue. Ich habe eine grüne Strecke. Müsste eigentlich alles super sein, ne? Ich meine, guck mal, die Slalomer, die haben echt ihren Spaß, ne? Auch die Experten driften hier runter. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Die sind echt verdammt zufrieden mit ihrem Quatsch da. Und die Strecke hier scheint echt keinen Anfang zu finden. Ich glaube nicht, dass hier überhaupt irgendwer irgendwann mal runterfahren will. Na, machen wir das Ding mal weg. Und versuchen wir es mal mit einem etwas anderen Versuch hier. Während im Hintergrund irgendwer niest. Ich hoffe, man hört das nicht unbedingt. Warum das weiß ist da an der Stelle, ich bin mir nicht sicher. Must go downhill. Boom. Uff, und da kommen die ersten, die auch wirklich die Strecke fahren. Das ging schnell. Slalomer und Experten haben hier anscheinend richtig Spaß dran. Coole Sache, das ist eine breite Strecke. Das heißt, da können auch mehr Leute gleichzeitig runter. Das ist so das absolute Gondelzentrum da unten. Während hier nur einer hochgeht. Das heißt, die müssten hier hoch. Von da aus können sie dann entsprechend runterfahren und dann hier noch irgendwie was machen. Ach ja, von hier aus müssen sie dann wieder nach oben. Ich meine, man könnte auch hier vielleicht hingehen und dann hier so eine halsbrecherische Todesstrecke machen. Aber ich würde sagen, das lassen wir einfach mal. Na.
Was mich vielleicht noch interessiert, ist, ob wir vielleicht von hier aus... Nein, hier kommen wir nicht rüber. Was wir aber machen könnten, wäre... Chairlift bis hierhin. Wir könnten aber auch einen Chairlift bis hierhin machen. Von hier aus dann... eine Large-Strecke einmal bis hier unten hin. Was natürlich nicht funktioniert. Doch hier, bis hierhin funktioniert das. Das ist natürlich nice. Okay. Was man außerdem machen kann ist... must go downhill. Butz. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Wir ziehen auf jeden Fall von hier aus auch noch eine Gondel nach oben. Lift is too long. Dann machen wir halt einen Zweiparter draus. Zack. Hallo? Ja, zack. Und... zack. Dann können von hier aus auch noch Leute kommen. Haben wir hier noch irgendwo ein Dorf? Da hinten ist noch eins. Da könnten wir uns noch mehr Leute von holen. Und da drüben, ja, das ist das dritte Dorf. Okay, das heißt, wir haben drei Dörfer, die wir anbinden könnten, theoretisch. Und hier kommen auch schon die ersten. Experte und Experte. Sehr schön. Wobei das hier natürlich blau ist. Das heißt, hier kann eigentlich jeder rüber. Na, auch mit dem Gondellift kann hier jeder rüber. Und wir haben auch die 150 geschafft. Nice. 75% Zufriedenheit. Läuft eigentlich ganz gut. Die Anfänger sind noch nicht so 100% zufrieden, aber die Slalomer, geil. So, wenn ihr euch das selber mal, wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, es ist sehr, sehr vielversprechend. Wie gesagt, immer noch in der Alpha. Dann könnt ihr das einfach unten in der Videobeschreibung wie immer runterladen. Derzeit ist es noch kostenlos. Ich persönlich würde, es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn die Entwicklung in die Beta-Phase übergeht, dass dann so, ich würde mal sagen, $30, Euro, irgendwie sowas in die Richtung, dann fällig werden, weil das Ding hat schon geiles Potenzial. Wir sehen es auch hier unten. Hütten und sowas kann man noch nicht bauen und auch die Landschaftsgestaltung ist noch ausgegraut, also da ist noch mega Potenzial und das hier ist ja auch noch ein absolutes Sandkastenmodell, ohne Geld, ohne vielleicht Aufträge oder sowas, die man noch einbauen könnte. Mich interessiert das schon ziemlich gut. Also ich finde das geil. Ich kenne auch ein paar Leute, denen wird das richtig Spaß machen, die auch regelmäßig selber Skifahren. Ich glaube, ich werde denen das mal empfehlen. Na? Aber ihr könnt mich lange, könnt mir lange zuhören, wie ich hier rumlabere. Selber zocken macht Spaß, Jungs und Mädels eventuell. Links unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.